Jetzt haben wir über die Probleme in der Offensive gesprochen. Jetzt, wenn man so durchhört, was in der Winterpause so passieren soll, da sind Verteidiger im Gespräch. Ist das die falsche Baustelle, die man jetzt wieder aufmacht? Ja gut, ich habe jetzt, das ist jetzt neu für mich. Ja. Ich meine, im Sturm müsste man auch was machen. Aber hinten, wenn die Null steht, ist natürlich auch wichtig. Ich weiß nicht, wie es seiner Innenverteidigung, wer da noch da ist. Nilsson, wer ist noch drin hinten? Klose und dann hast du den Jungen noch hinten dran, der eigentlich noch A-Jugend spielen darf. Das sind zu wenig. Sind einfach zu wenig. Oder es müsste mal einer, wenn man bei Frankfurt jetzt sieht, da kommt der 17-Jährige rein, macht ein tolles Spiel in Düsseldorf. Vielleicht fehlt sowas auch mal in Nürnberg, dass aus der zweiten, dritten Reihe einmal einfach einer kommt von der A-Jugend oder von der Amateure und kommt sofort rein. Ich weiß es nicht, ob die Talente da sind. Also ich sehe ja nur Kosowski sicherlich in der Lage, dass er irgendwann mal erste Liga spielen kann. Und Dieter Hecking hat ihn ja jetzt schon zweimal zumindest ein paar Minuten Bundesliga-Luft schnuppern lassen. Dave, du siehst die Trainingseinheiten mehr. Ist er schon so weit oder braucht er einfach noch einen Tick? Nein, ich denke, dass sowohl der Noah Kosowski einer ist, den man jetzt zumindest dann in der letzten halben Stunde, die letzten 30, 40 Minuten bringen kann, um ihn ranzuführen. Aber man hat ja auch noch einen Plattenhardt. Warum ist er Plattenhardt nicht eingewechselt worden, wenn der Bino eben einfach schwächelt? Und der Bino zeigt die letzten Spiele schwache Leistungen. Da sind Spieler hinten ran. Im Sturm ist doch das Gleiche. Ja? Nichts gegen einen Herrn Bolder und auch nichts gegen einen Herrn Beckert. Ich habe mich da schon ein paar Mal in die Nesseln gesetzt. Ja? Aber im Endeffekt, wir schießen keine Tore, unsere Stürmer bringen es nicht. Ja, warum tut man nicht alternativ probieren, einmal diesen Gangkamm aus der U23. Völlig anderer Spielertipp, völlig anderer Stürmertipp. Ein Versuch wäre es zumindest wert. Aber was will der Stürmer alleine, wenn das Mittelfeld nicht nachrutscht? Der Becker ist zum Beispiel ein Kopfballstarker. Da muss halt einmal die rechte und die linke Seite sich bewegen. Die müssen das halt einmal rausspielen, dass sie Überzahl am Flügel sind, so wie die Wolfsburger. Und dann nickt er auch seine Dinge rein. Aber ein Stürmer wird einfach an die Tore gemessen, aber was will der machen? Also ich habe noch mal beobachtet, wenn man am Fernsehen ist, das sieht man halt immer nur, wo der Ball ist, aber wenn du im Stadion sitzt, dann kannst du mal, wo der Ball dann nicht ist, schaust du mal hin und der tut mir echt leid, weil wenn er einen Ball kriegt, dann ist es so auffällig, dass der Abwehrspieler dazwischen geht und dann pfeifen die Zuschauer gleich. Ja, aber wie siehst du ihn, den Peckhardt? Wo hat er Talent? Was fehlt ihm? Ja, ich sage mal, was ihm fehlen, sind einfach die Flanken, ja. Die müssten mehr über die Flügel kommen und gut, früher hat es geheißen, unsere Stürmer erster, zweiter Pfosten. Ja, aber bei der Flanke ist so, wenn du als einzelner Stürmer drin stehst, dann kannst du nicht erster, zweiter Pfosten kommen, weil nur einer kommt. Oder die müssen halt dann so trainieren. Ich meine, das muss ich ja wissen, wenn ich trainiere. Wenn eine Flanke kommt, dann muss ich den Backhard entweder kurz oder ich muss auf den Kopf spielen. Und auf dem Kopf ist er Waffe. Er spielt nicht umsonst in der Nationalmannschaft. Richtig. Ein Stürmer braucht einfach Tore. Und wenn er keine Tore hat, dann hat er kein Selbstvertrauen. Und wenn es einmal läuft, dann kannst du aus 50 Meter schießen, dann geht das Ding rein. Und wenn es nicht läuft, dann schießt er aus 3 Meter, trifft der Scheunertor. Es ist im Fußball wirklich, soll kein Ausritt sein, aber das ist so negatives Selbstvertrauen und positives Selbstvertrauen. Das ist so eng beieinander. Es gibt... Ja, nur beim Stoßstürmer erwarte ich natürlich auch, dass er mal einen Ball festmacht. Richtig. Und die Mittelfeldspieler rutschen auch. Genau, dass auch mal jemand nachrutschen kann. Ja. Und das ist meiner Ansicht nach momentan auch ein bisschen mit Problem, dass da sowohl Polder als auch Peckhardt eben A, die Bälle viel zu hoch bekommen, dass man sie auch wesentlich schwerer verwerten, festmachen kann, aber dass sie auch manchmal technisch unbeholfen wirken. Für mich wäre alternativer auch mal der S-Wein vorne reinzustellen, weil da kann man eine Schnittstelle oder mal mit einem langen Ball über die Kette oder viel mehr kreuzen. Aber es ist, ich gebe dir recht, es ist halt schwer, muss sich halt auch mehr bewegen. Und wenn du als Stürmer die ersten zwei, drei Ballkontakte nicht am Fuß hast, dann ist es schwer. Dann versteckt man sich hinter dem Ball. Die Zuschauer sehen ja auch, was losgeht. Das ist ja nicht nur in Nürnberg in den Stadien so, das ist in München genauso, wenn man sieht, momentan eine Schweinsteiger geht auch durch ein Stahlbad, die Fans. Ja, jeder Fehlpass wird verinquidiert mit Pfiffe und Unruhe. Das kriegst du auch mit. Also das erzählt mir kein Spieler. Er bekommt es nicht mit, was draußen abläuft. Du hörst zwar nicht, was die Zuschauer schimpfen, aber du kriegst es schon mit, dass die Zuschauer unzufrieden sind, dass er auch hier mehr machen müsste. Dave, wie siehst du einen Peckhardt? Letzte Saison 9 Tore, kann man sagen, für einen Debütanten in der ersten Liga, für einen Juniorenspieler, der aus der Junioren erst gerade mal rausgekommen ist. Ist 9 Tore, denke ich mal, eine ordentliche Bilanz. In dieser Saison steht ein Türchen. Ich bin sehr froh, dass du das nochmal ansprichst. Ich wollte auch vorhin schon einsteigen zu dem Thema, weil wann hat der Becker die letzten mehrere Tore gemacht? Das war in der Rückrunde letztes Jahr und die Tore hat ihm nicht die Davi aufgelegt.
der hat mit dem zusammengespielt, dadurch hat er seine Tore gemacht. Jetzt haben wir offensichtlich niemand mehr, der einen in der Art bedient. Am Samstag haben wir das Pech gehabt, dass man irgendwie Zeit versetzt. Möglicherweise hätte der Bekert die Kopfballtore, die der Bolder an die Latte geknallt hat, vielleicht hätte er neigen. Ja, aber das ist ja mein Reden, dass der Bekert mehr Unterstützung aus dem Mittelfeld. Ja, noch mehr offensiv. Ja, aber wir haben es ja gesehen, beim Didavi hat es ja geklappt. Also warum sind wir nicht in der Lage, dann einen anderen Spieler dahingehend auszubilden, sagen, du musst das machen, die schauen ja Video, die schauen doch alles an, die können doch die Rückrunde letztes Jahr anschauen, wie das da funktioniert hat. Ja, und zum Thema S-Wein in der Mitte, das haben wir schon mal ausprobiert letztes Jahr, das hat auch nicht funktioniert. Ja, der S-Wein ist schon am besten, wenn er links über den Flügel bringt, er macht jede Menge Unruhe, zieht 2, 3 Spieler auf sich, genau wie es der Mack auf der rechten Seite kann. Wenn sie fit sind und wenn sie ihre Leistung abrufen können. Und das ist der Punkt. Der S-Wein, der weiß eigentlich gar nicht, was der für eine Waffe hat mit seiner Schnelligkeit. Ja. Aber ich denke mal, der braucht einfach noch seine Zeit. Und der Dieter Hecking ist, glaube ich, der Richtige. Aber er muss halt einmal erkennen, wenn er reingeht, dann muss ich die Viertelstunde, muss ich mir den Hintern aufreißen. Das muss halt der Zuschauer sehen. Aber wie du selber sagst, du bist ja öfters drin wie ich, als hätte er 90 Minuten schon gespielt. Oder ne? Das ist so. Den Hintern aufreißen kann man im nächsten Spiel daheim gegen Düsseldorf. Düsseldorf, für mich einer der Gewinner der englischen Woche. Ein Gegner zur falschen Zeit. Ja. Vor 3 Wochen hätte ich gesagt, Düsseldorf, also ich bin nochmal so durchgegangen, Düsseldorf schlagen wir daheim. Aber es ist jetzt in der englischen Woche super gespielt, haben auch in Dortmund sehr gut gespielt, auch gegen Frankfurt, trotz Überzahl, trotzdem haben sie super gespielt. Und also die haben momentan Selbstbewusstsein und die kommen nach Nürnberg und wollen in Nürnberg nicht verlieren. Ja? Und es wird sehr schwer. Und der Zuschauer, der darf nicht immer denken, jetzt kommt Düsseldorf, Aufsteiger, die hauen wir weg. Ja? Das ist das Wichtigste. Das ist halt das A und O, wenn der Zuschauer ins Spiel geht und sagt, naja, Düsseldorf, mach mal locker. Und auf einmal nach einer Halbzeit 0-0 oder nach 60 Minuten, da werden die Zuschauer unruhig. Und das ist ja mal die Gefahr. Ich habe gern auswärts gespielt, weil wenn nach 16 Minuten 0-0 war, dann haben die Fans durchgedreht, die haben ihre Spiele ausgepfiffen und umso länger es 0-0, umso mehr sind die offensiv geworden und da kannst du dann Konter fahren. Und der Club muss halt Geduld haben und ich hoffe mal, dass der Knoten vom Beckhardt mal platzt über Weihnachten, dass er sich erholen kann und sagen, jawohl, im neuen Jahr geht's auf und die Mittelfeldspieler vielleicht mehr unterstützen, aber der Dieter Hecking, der ist ja tagtäglich dran, der macht sich auch seine Gedanken, wie der Beckhardt da, wie die Tore schießen können. Ein Vorteil ist natürlich, dass beim Club nicht nur einer immer Tore schießt, sondern ich glaube 10 oder 11 haben die Tore geschossen. Ne? Ja. Und wenn man 4-1 gewinnt, ist auch in Ordnung. Wenn man noch die Tordifferenz geht, da wird es schwer. Also wenn sie nichts tut, dann spielst du bis zum Schluss, ich sage mal, um Abstieg mit. Oder sagen wir zwischen Platz 15 und 10. Das ist ja alles momentan, ist ja alles eng beieinander. Um die Klasse sicher zu halten, heißt es immer, die Heimspiele müssen gewonnen werden. Jetzt schaue ich mir die letzten 3 Heimspiele an. Wolfsburg gewonnen, Bayern unentschieden, Hoffenheim gewonnen. Also der Trend geht da zumindest in die richtige Richtung. Ja gut, da muss man glaube ich auch schon wieder ein bisschen unterscheiden, wenn man die 3 Spiele am Anfang sieht, die wir gut gespielt haben. Ich habe das schon mal gesagt, auch in dieser Runde, da waren ja diese Mannschaften, Gladbach war überhaupt noch nicht dabei, weil er sagt, der HSV war eine Katastrophe, das Spiel gegen Dortmund war super, das Unentschieden gibt es gar nichts zu sagen. Das Spiel gegen Wolfsburg, war ja Wolfsburg an dem Tag auch eine relativ desolate Mannschaft, die wir da geschlagen haben. Ja, war gut, dass wir die Punkte gemacht haben, gut, dass der Vollner sich erinnert hat, dass man aus 20 Metern mal schießen kann und so ein Ball flattert einmal oder verzieht sich ein bisschen und dann ist er drin. Der Vollner hat uns, als er bei uns angefangen hat, in Bielefeld 3 Tore geschossen, da haben wir gedacht, mein Gott, endlich einmal so ein Mann, der aus der Distanz schießt und der kann schießen. Ich frage mich, warum er es nicht öfters macht. Ja? Aber es krankt eben irgendwo im Mittelfeld, da hat nur verschiedene Leute haben, glaube ich, gar noch nicht ihren richtigen Platz und ihr richtiges Standing in der Mannschaft. Ja? Nur der Zeitpunkt wird ja, oder der Zeitraum, der wird ja immer enger. Ja, also natürlich, wir können ja eine Zeit lang schwächeln und uns dann irgendwann den S-Wein vielleicht da in die Spur kriegen und wieder rein, aber es wird ja nach hinten hin immer enger und je weiter wir da unten reinkommen in den Strudel, umso schwieriger ist es auch, wieder rauszukommen. Also müssen wir sehen, dass wir unsere Heimspiele gewinnen oder zumindest jetzt auf jeden Fall das gegen Düsseldorf. Ich denke mal, dass die Auswechselspieler, dass die mehr Druck machen müssten auf die Stammspieler. Und dass der Hecking auch mal dann, egal von Namen, dass er einfach, wenn er die Leistung bringt, raus muss. Und dass auch die anderen 10, jawohl, nicht den Schwächsten raus, sondern auch mal den Stärksten raus, ja, oder den mit Namen raus. Und dass die von der Bank sind, jawohl, ich bekomme auch mal Chance. Oder, na gut, jetzt spiele ich Fußball, jetzt spiele ich 90 Minuten, nächste Woche bin ich sowieso wieder draußen. Das kann vielleicht auch sein, ich weiß es ja nicht, wie das abgeht. Das haben wir auch schon erlebt, wir haben Spieler gehabt, die haben Weltklasse trainiert.
aber sind nie reingekommen. Und nach irgendeiner Zeit haben sie gesagt, warum soll ich da noch trainieren? Ich komme sowieso nicht rein. Und dann fällst du als Spieler ab. Sollte eigentlich normal nicht sein, weil Fußballprofi, das ist der beste Job, was es gibt. Du bist angestellt, aber im Endeffekt hast du ein super Leben. Ja, verdienst einen Haufen Geld, spielst einmal in der Woche vor 40, 50 oder 80.000 Zuschauer. Es kann natürlich auch negativ sein, wenn es nicht so läuft, aber es ist ein Traumjob und jeder, der beim FC Nürnberg oder beim Bundesligaverein angestellt sein sollte, ja, also der soll die Jahre genießen und der soll Gas geben, hoch drei. Du hast die Zuschauer angesprochen. Abschließend möchte ich dann noch mal kurz darauf eingehen. 12-12, so wird es momentan diskutiert. Der Fan-Boykott, 12 Minuten und 12 Sekunden. Jetzt, bis die Entscheidung fällt, die DFL will ein neues Sicherheitskonzept, da neue Regularien ein bisschen mit einführen. Hast du da Verständnis für die Fans? Ja, also ich habe schon Verständnis dafür, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich meine, das ist geil, wenn du wie in München oder in Dortmund irgendwo 80.000 Zuschauer und 12 Minuten ist absolute Stille und auf einmal geht's los wieder. Ich hoffe, dass sich was bewegt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Weil es gibt immer wieder, wenn man sieht, Düsseldorf gegen Frankfurt, es gibt immer wieder Idioten auf Deutsch gesagt, die sowas machen und die kriegst du nie weg. Kriegst du nicht weg. Dave, wie hast es du empfunden? Für mich, ich kam mir vor am Anfang wie auf dem Dorfsportplatz, als dann nach 12 Minuten und 12 Sekunden auf einmal feurige Fußballstimmung aufgekommen ist. Also so 12 Minuten, da kommt man sich ja fast vor wie auf dem Tennis- oder Golfplatz, will man auch irgendwie nicht ganz. Ja, es ist nicht unbedingt schön, aber es wird ja nicht zu einer Dauerbewegung werden. Am Fernseher habe ich das gestern noch viel deutlicher mitgekriegt bei dem Wolfsburg-Spiel. Nach 12 Minuten brannte dann plötzlich die Lautstärke auf, was irgendwo ein schöner Moment ist. Aber die 12 Minuten vorher sind natürlich, du hörst die Spieler auf dem Platz reden, du hörst ihre Zurufe. Ob es natürlich das Ganze irgendwas bringt, ist die andere Frage. Ich denke, wenn heute der DFB oder die UEFA oder irgendeine derartige Kommission was entscheidet, dann scheißen die sich, Entschuldigung, einen Dreck drum, was da unten passiert. Schauen wir nach England, wo es nur noch Sitzplätze gibt und zu völlig überteuerten Preisen Fußball gespielt wird. Ich weiß nicht, ob die Entwicklung nicht auch bei uns vielleicht langsamer, aber immerhin dahin geht. Vielleicht behalten wir uns die Stehränge, genauso wie wir uns das, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn gehalten haben. Wir sind das einzige Land, wo man noch fahren darf. Vielleicht klappt es in der Bundesliga auch, dass wir das einzige Land sind, was nur Stehplätze hat oder und diese Stimmung macht. Oder du musst es so machen wie in Italien. Dann dürfen die Fans nicht mehr zu den Auswärtsspielen. Es klingt zwar blöd, aber vielleicht muss man mal zu so einer Aktion kommen. Es ist müßig, darüber zu reden. Ne? Ja. Ich würde mir wünschen, wenn sich die Fans untereinander da selbst etwas mehr regulieren würden, weil meistens sind die Chaoten in der Minderheit und wenn die Masse die Chaoten rausdrängt, wäre eigentlich der Selbstreinigungsprozess der schönste Prozess, nur ob er dann so stattfinden kann, ist halt wieder eine andere Frage. Aber Stehplätze, denke ich mal, für einen ehemaligen Spieler unvorstellbar. Deutscher Fußball ohne Stehplätze. Ja, also ich muss sagen, die gehören dazu, die Stehplätze. Also da muss ich sagen, gibt es nichts anderes, die müssen sich bewegen. Und gerade im Winter, wenn es kalt ist, dann ist der Stehplatz besser wie der Sitzplatz. Also Winter, kalt, trotzdem Heimspiel gegen Düsseldorf. Wollen wir warm mit 3 Punkten rausgehen? Dein Tipp zum Abschluss? Ja, also ich hoffe, dass wir gewinnen. Ich sage mal, als Fan sage ich 1-0 für den Club. Dave, du wirst sicherlich dich nicht beschweren, wenn du mehr als nur ein Türchen zu sehen bekommst. Ja, aber gehst du wenigstens optimistisch ins Stadion? Ja, mit Sicherheit gehe ich optimistisch ins Stadion. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu früher ist es irgendwo ein bisschen gedämpft. Auch wenn ich die anderen Leute, mit denen ich mich ja vor dem Spiel immer treffe, beobachte. Die Stimmung ist mittlerweile gedämpft. Die Erwartungen sind gewaltig zurückgeschraubt. Für den Samstag gilt natürlich eindeutig nur ein Sieg. Mein Tipp ist 2-0. Weil ich möchte, dass einmal wirklich der Knoten endlich Platz beim Club, wo wir mehr wie ein Tor schießen, vielleicht 2 oder 3. Aber, wie der Jörg schon gesagt hat, es ist natürlich gegen Düsseldorf, das wird kein Spaziergang. Mit Sicherheit nicht. Also, ein Spaziergang war unser Talk hier beim Modehaus Wöll. Und daher der Dank zu meiner linken Seite an dich, Jörg. Servus, danke. Danke auch. Danke, Dave. Gern geschehen.